Elektroboom im Autoland Deutschland. Wir gehen davon aus, dass sich der weltweite Bedarf an Batteriezellen in den nächsten 11 Jahren mehr als verzehnfachen wird. Und dafür wird immer mehr Lithium gebraucht. Zurück im argentinischen Hochland der Anden. Wir sind in Rinconadias. Hier am Rande des Salzsees spürt man schon jetzt die katastrophalen Auswirkungen des Lithiumabbaus. Das Dorf ist deshalb eines von 33 Gemeinden der Region, die sich zusammengeschlossen haben, um sich gegen die Konzerne zu wehren. Als sie hier mit dem Lithiumabbau begannen, wurde das Wasser im Dorf immer knapper. Früher gab es genug Wasser, um unsere Gärten zu bewässern, aber heute reicht es nicht mehr. Dabei haben die Bergbauunternehmen hier erst mit Bohrungen begonnen. Die Bewohner wollen sich nun die Zerstörung ihres Lebensraumes nicht länger bieten lassen. Denn trotz der kargen Bedingungen ist die Region seit Jahrhunderten ihre Heimat. In dieser Gemeinde und auch den benachbarten Dörfern rund um die Lagune haben wir angefangen, einen ländlichen Tourismus aufzubauen. Wenn die Lithiumbohrungen kommen, ist das alles in Gefahr, weil sie ihre giftigen Abfälle bei uns liegen lassen werden. Der Protest der 33 Dörfer sorgt für Unruhe im ganzen Land. Mit Straßenblockaden und Demonstrationen kämpfen sie um ihre Heimat. Ebenso wie vor Gericht in der Hauptstadt Buenos Aires. Zumindest einzelne Probebohrungen in der Region konnten so erstmal gestoppt werden. Doch die Regierung verteilt weiter ihr Land an die multinationalen Konzerne und verletzt damit weiter ihre Menschen- und Bürgerrechte. Der Anführer des Widerstands, Clemente Flores, ist selbst Lama-Züchter und Bauer. Auch er spürt die Bedrohung am eigenen Leib. Das Wasser, um seine kleine Farm zu halten, wird immer knapper. Dieser Brunnen hat eine Tiefe von 12 Metern. Da unten stand das Wasser früher mal etwa 1,50 Meter hoch. Im August haben wir noch mal gemessen, da waren es nur noch 50 Zentimeter. Der Grundwasserspiegel ist stark gesunken. Für den Landwirt reicht es kaum noch zum Überleben. Ich habe Zwiebeln, Erbsen und Mais und in dem kleinen Gewächshaus ziehe ich Salat. Die großen Pflanzen da sind Pappeln. Wenn das Wasser weiter sinkt, dann kann man hier gar nichts mehr anbauen. Und nicht nur das Gemüse ist betroffen. Ohne Wasser wird auch die Viehzucht hier in der Gegend unmöglich werden. Noch befindet sich hier ein Naturwunder. Süßwasserquellen inmitten einer weißen Salzkruste. Sie bilden kleine Seen in der lebensfeindlichen Salzwüste. Doch dieses einzigartige Ökosystem ist nun bedroht, warnen auch Experten von Brot für die Welt. Sie haben die Auswirkungen vor Ort untersucht. Für eine Tonne Lithium verdunsten 2 Millionen Liter Wasser. Und das Problem ist eben, dass das Ganze in einer extrem trockenen Region stattfindet und auf Dauer zu einer Austrocknung der Region führen wird. Für die Batterie eines einzigen Elektroautos verschwinden bis zu 80.000 Liter kostbaren Wassers von hier. Für immer. Und nicht nur der Lebensraum der Bauern und ihrer Tiere ist bedroht. Wir waren auch in Argentinien an der Guayatayoc-Lagune und haben da ein unfassbares Bild von Hunderten von Flamingos. Die ganze Lagune ist voller Flamingos. Und diese Lagune ist jetzt schon an Unternehmen quasi verkauft. Also in den nächsten Jahren wird diese Lagune mit Betonbecken überzogen werden. Und es ist ganz klar, dass die Flamingos verschwinden werden. Gerade erst hat die Regierung Bergbaukonzessionen für die Lithiumgewinnung in den Salinas Grandes versteigert, einem Salzsee von der Größe des Bodensees. Die indigene Bevölkerung fühlt sich in die Zeit des Kolonialismus zurückversetzt. Damals raubten die Weißen ihr Land. Heute ist es die eigene Regierung.
Wie schon damals wird ihnen zum Verhängnis, dass ihnen das Land formal nicht gehört. Land, das sie seit Jahrhunderten bewirtschaften. Es gehört der Regierung. Und wer das Land besitzt, kontrolliert das Wasser. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Wenn Sie so viel Wasser in so kurzer Zeit hier herausholen, und wir wissen ja, was für eine riesige Menge das ist, dann werden wir in den nächsten 5 oder 6 Jahren so viel Wasser verlieren, dass sich das Land hier in eine richtige Wüste verwandelt. Dann geht es nicht mehr nur um die Landwirtschaft oder die Viehzucht. Dann wird hier überhaupt kein menschliches Leben mehr möglich sein. Mit dem Lithiumabbau könnten schon in naher Zukunft eine jahrhundertealte Kultur und ein einzigartiges Ökosystem für immer verschwinden. Wissenschaftler wie Professor Harald Lesch sind besorgt. Früher haben wir das Erdöl irgendwo hergeholt und die Umweltschäden dort eben in Anführungsstrichen akzeptiert, haben uns nicht drum gekümmert. Und jetzt ist es eben der Stoff Lithium. Ich habe wirklich den Eindruck, die Industrie reagiert auf die Frage, sagen Sie mal, woher kommen eigentlich Ihre Rohstoffe? Mit der Antwort, auch die werden geliefert. Und das ist eben diese gute alte Art und Weise. Es ist uns im Grunde genommen, wollen wir gar nichts hören davon, was für Schäden wir mit der Art und Weise, wie wir uns in Europa oder in Nordamerika und vielen anderen Staaten eigentlich bewegen, welche Umweltschäden wir da anrichten. Die deutsche Wirtschaft ist heute weltweit 5. größter Verbraucher metallischer Rohstoffe. Und die Autoindustrie mit die wichtigste Branche, mit einem kaum kontrollierbaren Lieferantennetzwerk. Das ist eine sehr gute Frage, ob die Quellen nachhaltig sind und vor allen Dingen, ob die Abbaumethoden in etwa den deutschen Standards entsprechen. Da wird die Industrie darauf achten müssen, dass sie in den Ländern, wo sie Rohstoffe hersourcet, entsprechende Auflagen macht und für Transparenz sorgt. Dazu hat sie sich auch verpflichtet. Wie garantieren die deutschen Autobauer Umweltstandards ihrer Lieferanten? Audi antwortet: Da wir keine direkten Geschäftsbeziehungen mit Rohstoffproduzenten unterhalten, haben wir entsprechende Nachhaltigkeitsanforderungen in unsere Verträge mit direkten Lieferanten integriert. Alle Hinweise auf Verstöße nehmen wir sehr ernst und gehen diesen unmittelbar und konsequent nach. Daimler schreibt: Um die Lieferketten zu kontrollieren, führt Mercedes-Benz Cars risikobasiert Supply Chain Walks durch. Inspektionen bei den Lieferanten also. Ausgangspunkt ist der direkte Lieferant und dann geht der Weg entlang der kritischen Stellen in der Lieferkette bei Bedarf bis zur Mine. Bei Volkswagen sind unsere Lieferanten zudem verpflichtet, die Anforderungen an ihre Sublieferanten, etwa Rohstoffproduzenten, weiterzugeben. Alle Autobauer setzen dabei auf einen gemeinsam entwickelten, standardisierten Fragebogen für ihre Lieferanten mit Multiple-Choice-Fragen. Raubbau und Ressourcenverschwendung vor Ort. Auch BMW glaubt, das verhindern zu können. Wir schließen das aus, indem wir schon vor Jahren eigentlich aus einer Selbstverpflichtung heraus begonnen haben, eigentlich von vornherein nachzuprüfen, dass diese Rohstoffe, die wir verwenden, unseren Nachhaltigkeitsanforderungen auch im höchsten Maße eigentlich dann entsprechen. Wie das Lithium ihrer Batterien produziert wurde und woher es genau stammt, weiß man bei BMW aber gar nicht. Man teilt uns mit: Dies ist nicht immer möglich, gerade dann, wenn Unternehmen der Lieferkette aus Wettbewerbsgründen keine volle Transparenz gewährleisten können. In den Dörfern in den argentinischen Anden, die wir besucht haben, war aber noch niemand, um über Umweltschäden zu reden, berichten uns die Dorfvorsteher. Zurzeit kommen dauernd neue Vertreter der Bergbauunternehmen zu uns und sagen uns, was sie vorhaben. Aber eigentlich muss uns die Regierung doch erst einmal konsultieren, bevor sie Konzessionen an die Konzerne vergibt. So sieht es eigentlich das Gesetz vor, dass sie uns um Erlaubnis bitten, bevor irgendwelche Bohrungen beginnen. Vorgeschrieben wäre auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung, aber auch das macht die Regionalregierung nicht. Tatsächlich ist die Regionalregierung von Jujuy selbst am größten Bergbauunternehmen beteiligt. Keine gute Voraussetzung für echte Umweltkontrollen. Und auch nach Recherchen des Ökologischen Wirtschaftsinstituts PowerShift tun alle Hersteller zu wenig. Merle Groneweg ist Autorin einer Studie zu den Auswirkungen des Ressourcenabbaus für E-Mobilität. Letztendlich muss sozusagen sichergestellt werden, dass es nicht bei Fragebögen bleibt. Also die Automobilindustrie oder die wirklichen Autohersteller dürfen das nicht einfach abgeben, ihre Verantwortung an die Zulieferer, sondern sie müssen selber zu den Minen gehen und das überprüfen. Und es reicht nicht, ein paar Häkchen zu setzen, denn die Frage ist, wer kontrolliert das? In Deutschland ist Politik vor allen Dingen Wirtschaftspolitik. Und da werden alle möglichen menschlichen Tragödien, Umweltkatastrophen, irgendwelche Einschränkungen, die woanders stattfinden, die werden einfach weggedrückt.
Kollateralschäden im Ausland, könnte man sagen, für bessere Luft in Deutschland. Wenn Sie sich die vergleichbaren Autos als Verbrenner ansehen, haben die eben auch einen enormen ökologischen Fußabdruck. Die Elektroautos bei der Produktion auch, ja, aber auf der Strecke und vor allen Dingen je länger sie fahren, je weitere Strecken sie fahren, je länger sie eingesetzt werden, wird das Verhältnis immer besser. Doch die Rechnung geht so nicht auf. Denn fast alle Batteriezellen für deutsche E-Autos stammen aus China und Südkorea. Und dort kommt der für die Batterieproduktion benötigte Strom zum größten Teil aus Kohlekraftwerken. Das ist schlecht fürs Klima. Zumal die Batteriezellenherstellung enorm energieaufwendig ist. Das schwedische IVL-Institut hat errechnet, dass pro Kilowattstunde Batterieleistung in der Produktion zwischen 150 und 200 Kilogramm CO2 freigesetzt werden. Für ein Elektroauto mit einer rund 100 Kilowattstunden großen Batterie, so wie in vielen Autos deutscher Hersteller, wurden also schon vor dem ersten Losfahren 17 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Ein Mittelklasseauto mit Verbrennungsmotor war da bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 6 Litern schon über 100.000 Kilometer unterwegs. Richtig ist sicherlich, dass die Batterie bei der Herstellung nicht besonders klimafreundlich ist. Und je größer die Batterie, desto kleiner kann ein Vorteil sein. Das ist richtig. Zweiter Punkt ist aber, je mehr wir natürlich erneuerbaren Strom bekommen, desto umweltfreundlicher wird es. Aber bei der Herstellung und der Nutzung eines Autos beeinflusst nicht nur der Strom die Ökobilanz. Das Wuppertal-Institut für Klimaforschung hat untersucht, welchen Einfluss der Ressourcenabbau auf die Ökobilanz der E-Autos hat. Denn nicht nur der Lithiumabbau geht oft mit massiven Umweltbelastungen einher. Auch in China, wie in Bayan-Obo nahe der Grenze zur Mongolei, werden für den Abbau sogenannter seltener Erden für E-Auto-Batterien ganze Landstriche zerstört. Giftige Chemikalien und radioaktive Substanzen verschmutzen die Umwelt und verseuchen das Wasser. Dazu braucht ein E-Auto viel Kupfer, Kobalt und andere schwer zu gewinnende Rohstoffe. Das Ergebnis der Forscher: Wenn man sich die Herstellungsphase ansieht, dann ist der kumulierte Materialaufwand für batterieelektrische Fahrzeuge etwa doppelt so hoch wie bei den Verbrennungsmotoren. Das liegt im Wesentlichen an der Batterie, deren Herstellung materialaufwendiger ist. Für die Herstellung eines Elektroautos wird doppelt so viel Umwelt zerstört wie bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Denn während bei Benzinern und Dieseln überwiegend Stahl zum Einsatz kommt, für den vergleichsweise wenig Natur zerstört wird, richtet der Abbau der vielen Batterierohstoffe weltweit enorme ökologische Schäden an. Und je größer die Batterie, desto größer der Umweltschaden. Ökologisch gesehen ist der Trend der Autobauer zu Elektroautos mit immer größerer Reichweite also Unsinn. Für die Umwelt und das Klima. Einfach nur den Tank durch eine Batterie zu ersetzen, greift zu kurz. Also zunächst einmal muss es eine saubere und ordentliche Information geben darüber, was eigentlich für Risiken tatsächlich mit den Technologien verbunden sind. Es muss eine klare Diskussion geben, nicht nur über die sogenannten Chancen, sondern auch über die Probleme, die damit verbunden sind. Für eine ökologisch sinnvolle Verkehrswende braucht es neue Denkweisen. Denn richtig eingesetzt, also in E-Bussen oder Taxis, mit vielen Kilometern pro Jahr oder hohen Passagierzahlen, können E-Autos, trotz ihrer Nachteile bei der Herstellung, ihren Beitrag leisten. Und ganz ohne private Autos wird es wohl auch nicht gehen. In der kleinsten Version hat der Ego Life nur rund 100 Kilometer Reichweite und eine 15 Kilowattstunden kleine Batterie. Weder die Herstellkette noch im Moment auch der Ladestrom sind jetzt wirklich umweltfreundlich, das muss man klar sagen. Die Rohstoffgewinnung ist stark umweltbelastet. Das ist uns vollkommen bewusst. Das muss man in der Gesamtökobilanz auch ehrlich und vollständig mit einrechnen. Heute gibt es eine Anforderung, dass 50% einer Batterie recycelt werden muss. Das ist aber eigentlich genau genommen nicht wirklich ausreichend, weil Sie können diese 50% heute erzielen, indem Sie das Gehäuse recyceln, bestimmte Stoffe recyceln, aber ohne zum Beispiel Kobalt oder Lithium zu recyceln. Und die Realität sieht sogar noch schlimmer aus. Viel zu oft landet unser Elektroschrott auf den Müllkippen Ghanas und Nigerias. Mit verheerenden Folgen für die Menschen und die Umwelt dort. Gerade einmal 10% aller Batterien werden in Europa aktuell recycelt. Ohne entsprechende zusätzliche Regelungen könnten Elektroautos diese Quote sogar noch verschlechtern. Politischer Wille zu neuen Gesetzgebungen? Bisher Fehlanzeige. Also angesichts der Schäden, die an der Natur,
an der Tierwelt und vor Ort ja auch bei vielen Menschen angerichtet werden, ist es vermessen zu glauben, dass wir mit batteriegetriebener Mobilität das Klima retten können. Und man muss sich die Frage stellen, wieso eigentlich die Politik und namentlich auch die deutsche Politik da trotzdem so dahinter steht und die ganze Zeit jubelt, wir müssen alle elektromobil werden. Warum fördert die Bundesregierung eine Mobilität, die mit ihrem Trend zu großen Batterien nachweislich die Umwelt stärker belastet als unsere jetzigen Autos? Nachfrage in Berlin. Wir fördern im Moment die Einführung von Elektromobilität. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir Fahrzeuge haben, die auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden passen und nicht Fahrzeuge, die vielleicht nach irgendwelchen Studien super klasse sind, die aber keiner kauft. Und viele der Kundinnen und Kunden wollen, dass die Autos auch eine Reichweite haben, wo sie sicher sein können, zu ihrem Arbeitsplatz und zurückzukommen. Und diesen Anspruch muss man erstmal ernst nehmen. Und deswegen müssen wir gute Elektromobilität organisieren und gleichzeitig Alternativen, die Bahn ausbauen, den öffentlichen Nahverkehr, alternative Angebote wie Carsharing, wie Radverkehr und so weiter für die nahen Distanzen. Ich glaube, es ist deutlich zu kurz gedacht, wenn man nur das Antriebssystem verändert, sondern das Antriebssystem Elektromobilität macht nur dann Sinn, wenn der Strom, den man reinsteckt, klimaverträglich ist, weniger materialaufwendig ist und wenn das ein Baustein von vielen ist in einem neuen Mobilitätskonzept, was wir in Deutschland dringend brauchen. Es ist an der Zeit für eine neue Mobilitätsstrategie.